Herzlich willkommen bei Air Service Berlin. Liebe Kunden, wir wollen Ihnen in diesem Video zeigen, wie sich der Weltballon mit dem Aufstiegswetter verhält. Und zwar ist es so, dass der Weltballon nicht steif die ganze Zeit in dieser Position sich in der Luft bewegt, sondern er wetterabhängig und windabhängig bewegt sich von links nach rechts. Je nachdem, wie stark der Wind ist, erfolgt das auch schneller und langsamer. Hierzu haben wir Ihnen einmal die Flächen markiert. Sollte der Weltballon in diesem Bereich aufsteigen, ist der Wind zu stark und man überlegt, ob man pausiert oder aber später aufsteigt. In diesem dunkelroten markierten Bereich ist der Wind deutlich zu stark. Sollte die Gefahr bestehen, dass der Wind derart stark ist, würde der Weltballon gar nicht steigen, sondern am Boden bleiben. Wenn Sie also beobachten, wenn der Weltballon von links nach rechts in diesem Bereich sich bewegt, haben wir optimales Aufstiegswetter. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Team von Air Service Berlin jederzeit herzlich zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie am Checkpoint Charlie. Ihr Team vom Weltballon.